Knochenjobs in und auf dem Wasser sind vielfältig. Einsätze auf hoher See. Der Heli ist im Anflug, geht gleich los. Alle Wind, wir gehen auf Station. Wenn man dann hier steht und das Schiff fährt, dann nimmt einem die Verantwortung hier auch niemand ab. Die hat man. Gefährliches Handwerk im trüben Wasser. Weil hier mehrere Tonnen Stahl runterkommen, das führt dann einfach dazu, dass die Hände auch ganz schnell weg sind. Oder Tauchgänge in dunklen Kläranlagen. Man sollte das eigentlich immer respektieren, das Wasser. Der Nord-Ostsee-Kanal ist eine der am stärksten befahrenen künstlichen Wasserstraßen der Welt. In Brunsbüttel wird eine neue Schleusenkammer gebaut, um die alte, in die Jahre gekommene Schleuse ohne Vollsperrung zu sanieren. Deutschlands größte Wasserbaustelle. Viktor Karl und seine Kollegen auf dem Weg zur Arbeit. Die Industrietaucher sind in Brunsbüttel im Einsatz, um ein Team von niederländischen Wasserbauern zu unterstützen. Für die Taucher der erste Arbeitstag an der Schleuse nach längerer Abwesenheit. Okay, machst du die Leine? Nach wenigen Minuten Fahrt erreichen die Männer den Ponton, von dem sie ihre Arbeiten verrichten. Michael Lorenzen und Michael Sicksei bereiten Schlauch und Leine vor, die Versorgungsleitungen des Tauchers. Sagst du dann noch mal ein bis hier? Ja, aber wir arbeiten ja oben am Schnitt, wo wir den abgebrannt haben. 5 Meter. Okay. Ich glaube, das langt erstmal, oder? Die Taucher sollen Dalben ins Wasser bringen. Metallpfähle, die zum sogenannten Schiffsleitwerk gehören. Das Leitwerk verhindert, dass Schiffe bei der Einfahrt in die Schleuse links und rechts gegen die Wand fahren. Vor knapp einem halben Jahr haben die Taucher die Pfähle aus dem Kanal geholt, damit eine neue Spundwand gesetzt werden konnte. Jetzt können die Pfähle wieder rein. Die Männer suchen sich die Dalben heraus, die sie heute als erstes ins Wasser bringen. Das Knifflige hier ist zum einen, dass wir keine Sicht haben. Das heißt, der Taucher unter Wasser muss auf jeden Fall auf seine Hände aufpassen. Weil hier mehrere Tonnen Stahl runterkommen und das führt dann einfach dazu, dass die Hände auch ganz schnell weg sind. Das heißt, du gehst, wie eben schon besprochen, einmal weiter unten an den Pfahl ran, hältst dich da auf und dann lassen wir in das Blasenbild den Pfahl ab. Um ein Blasenbild zu geben, öffnet der Taucher ein spezielles Ventil am Helm. Blasen steigen auf und der Taucher ist für die Kollegen sichtbar. Als sie das letzte Mal hier waren, haben die Taucher den oberen Teil der Pfähle unter Wasser abgebrannt. Der untere Teil blieb stehen. Das Oberteil kommt jetzt wieder aufs Unterteil. Hier ist 28, 29. Die Dalben sind durchnummeriert. Unter Wasser sind keine geraden Trennschnitte möglich. Die Schnittkanten sind wellig. Deshalb passt jedes Pfahloberteil ausschließlich auf den dazugehörigen Restpfahl. Michael und Michel bereiten ihren sicheren Einstieg vor. Wenn sie ins Wasser gehen, müssen die Industrietaucher den Schiffsverkehr im Auge behalten. Fährt ein großer Frachter vorbei, sind sie vorgewarnt. Denn dann kann es unter Wasser ungemütlich werden. Wenn wir jetzt irgendwo zum Beispiel am Schweißen sind oder solche Sachen oder irgendwas am Montieren sind, dann kann es schon sein, dass man da mal so ein bisschen hin und her geschaukelt wird. Oder wir arbeiten mit Metall, dass man sich die Finger nicht klemmt. Dass man die Finger rausnimmt, pass mal auf, da fährt ein Schiff vorbei, der Taucher weiß Bescheid, okay. Ne? Da kommt ein bisschen Wellenbewegung rein und wenn man dann die Finger zwischen Metallteile hat, ist natürlich nicht so schön, wenn man vorher weiß, ne, dann nimmt man schon die Griffe weg. Die Wasserbauer brennen Löcher in die Dalben, um die Kranketten daran zu befestigen. Bei frischen Temperaturen von 5 Grad bereitet sich Michel Sicksei auf seinen ersten Tauchgang vor. Der Trockentauchanzug schützt vor Nässe und Kälte, so gut es geht. Meistens werden die Finger, Hände und Füße zuerst kalt. Ich sag mal, der Großteil vom Körper ist eigentlich relativ gut geschützt durch die Unterzieher, die du hast, durch das Neopren. Nach einer Stunde merkst du es dann schon wirklich im Zeigefinger, dass er dann langsam taub wird. Kannst du aber im Endeffekt auch nichts gegen machen. Aber die wärmste Jacke ist Arbeit. Ja. Also in Bewegung bleiben. Ob Michel heute von der Arbeit warm wird? Unter Wasser entscheiden die Taucher selbst, wann sie eine Pause brauchen. Mit Talkum pflegt Michel die Gummimanschetten seines Tauchanzugs, damit er mit den Armen besser reinrutschen kann. Teamwork ist für die Männer besonders wichtig. Als letztes legt Michel die 2,5 Kilogramm schweren Bleigewichte an,
mit denen er im Wasser seinen Auftrieb kompensiert. Das Vertrauensverhältnis ist natürlich schon da. Ne? Wenn es das nie wäre, würde man es nicht machen. Das ist A und O. Damit fängt es an und damit hört es auf. Seit 9 Jahren ist Michel Siksay Berufstaucher. Der Freiberufler arbeitet deutschlandweit auf verschiedenen Baustellen. Handwerklich muss er Allrounder sein, denn jede Baustelle ist anders. Heute liegt die erste Herausforderung darin, unter Wasser Pfahl Nummer 30 zu finden. Das ist der Pfahl, an dem er seine Arbeit beginnen soll. Vorsichtig geht Michel über die Leiter ins kalte Nass. Die Sicht unter Wasser beträgt heute keine 3 cm. Springen tun wir nicht in unsicherem Wasser, weil da kann immer was sein. Irgendwie ein Moniereisen hochgucken, ein Rohr oder so, deswegen wird nicht gesprungen. Wird die Arbeit heute wie geplant laufen? Auf der Nordsee ist die Neuwerk unterwegs, das größte Mehrzweckschiff Deutschlands. 16 Seeleute sind an Bord. Ingenieure, Mechaniker, Sanitäter. Und Steuermann Dirk Doliva. Neben schifffahrtspolizeilichen Aufgaben, Rettungseinsätzen oder Schadstoffunfallbekämpfung kümmert sich die Besatzung der Neuwerk auch darum, dass die Fahrwassertonnen immer gut in Schuss sind. Ja, hier vorne ist alles genug. Einer ist wieder klar zum Fallen. Teile dich vor. Fahren wir lange? Soll ich noch hochkommen oder sind wir gleich bei der Tonne? Wir sind gleich da. Ja, wunderbar. Ja, André, habe ich mitgekriegt. Rot, rot. Ja, genau. Jetzt machen die sich an Deck klar. Kran fällt gleich hoch. Kapitän ist auch schon auf der Brücke. Dann kann nichts mehr schief gehen. Tonne 15 wurde seit 1,5 Jahren nicht sauber gemacht. Höchste Zeit für eine Wartung. Kapitän Dietmar Seidel hat die Hauptverantwortung für das knapp 4000 Tonnen schwere Schiff. Er leitet das heikle Manöver persönlich. Ungefährlich ist diese Aktion nicht. Ich kann mich an eine Tonne erinnern, die wir gemacht haben. Das war so eine kleine Spitztonne in der Norderelbe. Und da hat sich, als sie im Kranhaken hing, das Auge gelöst. Weil irgendwie durchgerostet, was auch immer. Und die Tonne ist runtergeknallt auf den Delta-Haken und ist dann ins Wasser gefallen. Und dann kriegt man natürlich hier oben erstmal einen mächtigen Adrenalinschub, weil eine Tonne, die runterknallt, ist sowieso nicht schön. Und natürlich denkt man dann spontan dran, hoffentlich steht keiner drunter. Auszubildende Sophia entfernt für die Tonnenarbeit die Reling auf dem Arbeitsdeck. Wenn das Manöver beginnt, dürfen aber nur noch die erfahrensten Besatzungsmitglieder so nah am Wasser arbeiten. An der Kante arbeiten ist immer gefährlich. Schiffsmechaniker Dirk Friedel weiß genau, worauf es jetzt ankommt. Ja, es ist eine sehr große Last drauf, ne? Also vom Gewicht her. Da ist ein großer Tonnenstein unten dran und das Schiff bewegt sich. Die Meeresströmung ist vorhanden und das Schiff, also der Antrieb kann ausfallen, dass man dann reagieren muss, ne, dass man schnell alles wieder wegsetzt. Und die Leute müssen einfach aufeinander eingespielt sein. Ne? Und das ist also auch wichtig, dass jeder weiß, was der andere macht. Der Kapitän muss das 18 Meter breite und 79 Meter lange Schiff besonders filigran steuern. Also wenn der Strom von vorne kommt und der Bug klappt also nach Steuerbord oder eben nach Backbord, schert das Schiff ganz schnell aus dem Strom und schlägt quer. Also die Herausforderung ist wirklich, die stromrechte Lage zu halten und die Position zur Tonne. Und das ist auch Voraussetzung, dass sicher an Deck gearbeitet werden kann. Und den Zaun an Steuerbordseite haben wir dann auch nicht. Das heißt, die stehen an der offenen Kante. Und da muss man schon aufpassen, dass man das alles gut im Griff hat. Wenn die Tonnen Kratzer abkriegt, das ist verschmerzbar. Personenschäden natürlich nicht. Und das wollen wir alle nicht. Und insofern ist es auch so, dass wir nur erfahrene, wirklich ausgebildete, sichere Leute zu den Tonnenarbeiten hinzuziehen. Zum Beispiel keine Auszubildenden. Der Kran kann Lasten von bis zu 22 Tonnen heben. Je nach Auslage. Kapitän Dietmar Seidel hat alles unter Kontrolle. Ich fahr rüber. Die Tonnenarbeit ist wichtig für den Schiffsverkehr. Denn unzählige Muscheln setzen sich auf der Tonne ab. Das Seezeichen wäre bald komplett schwarz, wenn die Besatzung der Neuwerk es nicht reinigen würde. Schiffsführer wären quasi orientierungslos. Jetzt muss noch die Tonnenkette ausgetauscht werden. Sophia, pass auf da, Lose! Nee, musst du gleich ran! Sophia, gleich ran da! Muss man, wenn man hier fährt, immer das Deck im Blick halten
um zu sehen, wo stehen die Leute gerade, was passiert da und vor allen Dingen, wo steht die Kette, in welche Richtung zeigt sie. Und das zeigt mir dann, wie ich das Schiff zu bewegen habe, damit das alles safe abgehen kann da unten. Dabei möglichst das Schiff so in Position zu halten, dass auch das sichere Anbordnehmen des Kettenrestes und des Tonnensteines möglich ist. Und ich versuche dann immer auch dem Arbeitsfortschritt an Deck entsprechend genau hier dann über der Position zu sein, wenn die Jungs fertig sind. Ne? So ein bisschen sportlicher Ehrgeiz. Ne? Wenn der Bootsmann sagt, fertig, dann zu sagen, ja, ich auch. Dann ist die Tonne wieder schön sauber. So, Brücke, wir sind bereit. Ja, ich auch. Lego. Auch Steuermann Dirk D'Oliva ist mit dem Manöver zufrieden. Ich bin hier zu gut gewartet worden, dass ich jetzt quasi von 3 auf 6 Jahre Standzeit hatte. Nun muss das 6 Tonnen schwere Seezeichen noch an seinen alten Platz zurück. Kapitän Seidel möchte die Tonne mit maximal 5 Meter Abweichung zurück ins Wasser setzen. Geschafft. Noch schnell das Deck reinigen, dann ist der Job erledigt. Professionell ruhig, nichts kaputt gemacht, alles gut eingeholt. Und das ist eigentlich, so soll sein, ne? Dann freut man sich, ne? Und wenn dann am Ende des Tages 1, 2, 3, 4 Tonnen gemacht sind, dann weiß man auch, was man gemacht hat, ne? Dieser Einsatz der Neuwerk verlief reibungslos. In den Heimathafen geht es aber noch lange nicht zurück. Görlitz im äußersten Südosten der Republik. Am Rand der Stadt mit ihren rund 55.000 Einwohnern befindet sich das Klärwerk. Im Faulturm der Anlage haben sich Ablagerungen angesammelt, die Siegfried Richter und sein Taucherteam beseitigen sollen. Eine Aufgabe, die nur sehr wenige Menschen gerne übernehmen. Auf dem 28 Meter hohen Turm macht sich der erste Taucher bereit für den Abstieg. In totaler Dunkelheit wartet am Boden des Turms jede Menge Faulschlamm auf ihn, der abgesaugt werden muss. Für diesen anstrengenden Job geeignete Männer zu finden, ist nicht einfach. Es gibt eine Legende, die besagt, dass Gott die Steine gefragt hat, ob sie Taucher werden wollen. Da haben die Steine gesagt, nee, der Job ist uns zu hart. Also man muss Durchsetzungsvermögen haben, unbedingten Willen, etwas zu schaffen, nicht gleich aufgeben. Also jeder muss handwerklich super geschickt sein. Improvisationstalent muss man haben. Und das alles zusammen, das macht einen Taucher bei uns aus. Und er darf keine Angst vor absoluter Dunkelheit haben. Die letzten Minuten vor dem Einstieg laufen immer gleich ab. Sprechprobe. Dann wird Sascha Gothe in den Faulturm hinabgelassen. Ruhig und gleichmäßig. Das Tagesgeschäft ist ein Job für uns, da denkt man nicht mehr drüber nach. Man geht in Gedanken alles nochmal durch. Dann hier oben die Leute. Also jeder kontrolliert jeden. Das heißt nicht, dass man dem anderen nicht vertraut, sondern jeder kontrolliert jeden. Jeder guckt nochmal auf den Taucher und der Taucher führt sich selbst nochmal ab. Das sind so die Sicherheitsmaßnahmen. Also beim menschlichen Ermessen kann hier kaum was passieren. Den Abstieg des Tauchers sichern 3 Männer. Durch diesen Schlauch werden Sand, Verzopfungen und kristalliner Bewuchs aus dem Faulturm gesogen. Ein Tauchertelefon sichert die akustische Verbindung. Sascha? Ja? Kannst du jetzt die ganze Situation unten mal beschreiben? Vor mir habe ich eine Steinleitung, die so 30 Grad nach oben geht, an der Wand lang, und links, rechts von mir, hinter mir, ist Sand, Schlamm, Verzopfungen, die hier überall mit rumschwimmen, die mir drin ständig dazwischen funken, beim Saugen, die ich ganz doll aufpassen muss. Ja, ansonsten kommt der Schlamm auch immer nachgerutscht und natürlich sehr warm, 37 bis 38 Grad warm. Ja gut, alles so wie gehabt. Danke. In rund 80 Minuten wird Sascha Gothe den Faulturm wieder verlassen. Jeder Taucher absolviert nur einen Tauchgang am Tag.
Das ist die Nabelschnur, hier hängt der Taucher dran. Der blaue Schlauch ist der Atemschlauch und der rote, der daneben hängt, ist für die Wechselsprechanlage. Der ist hier nur aufgeteilt, weil wir zwei Schläuche gekoppelt haben. Über den Luftschlauch bekommt der Taucher hier kein besonderes Atemgasgemisch. Das ist blanke Umgebungsluft, die hier nur gereinigt wird. Also da ist nichts. Es ist nur, dass sie komprimiert wird, auf die Tiefe gebracht wird, wie der Taucher ist. Faulgase treten durch die offene Luke des Faulturms aus. Dies kann zu einem explosiven Gemisch werden. Daher ist besondere Vorsicht geboten. Alles, was wir hier oben stehen haben, können keine Funken bilden. Das ist sehr wichtig, weil das ist hochexplosiv. Das sind schon solche Türme hier oben weggesprengt worden, weil hier oben irgendwelche Arbeiten gemacht wurden. Da sind schon schwere Unfälle passiert. 5500 Kubikmeter fasst der Faulbehälter. Fäkalien und andere Abwässer gären hier nach einer mehrstufigen Behandlung vor sich hin. Das entstehende Klärgas besteht überwiegend aus Methan. Das ist jetzt hier die Schlauch und Leine, die verlängert wurde. Hier ist es dann verbunden direkt mit dem Telefon und mit dem Taucher. Ne? Um diesen Faulturm zu reinigen, benötigen die Taucher 3 Tage. Alle 5 bis 6 Jahre ist so eine Reinigung notwendig. Was irgendwo in Görlitz in die Toilette geworfen wurde, setzt sich im Faulturm ab, wenn es andere Filter zuvor nicht aussortieren konnten. Das sind die Hinterlassenschaften. So sieht es unten aus. Davon sind viele Kubik drin. Das ist das, was wir unter anderem mit rauspumpen. Was man dort unten hört, was da so zischt. Das sind diese Sachen, die da unten nicht zu suchen haben. Später wird sich Siegfried Richter noch persönlich um die Hinterlassenschaften kümmern. In Brunsbüttel am Nordostseekanal sollen derweil Eisenpfähle ins Wasser gebracht werden. Vor Monaten haben die Taucher die Pfähle auf einer Höhe von 3 Metern abgeschnitten. Dort muss Michel jetzt runter, um diesen Pfahl wieder aufzusetzen. Man muss sich schon orientieren beim Abtauchen schon so ein bisschen. Wenn ich jetzt in die Richtung arbeiten muss, dann gehe ich natürlich dann so runter, dass ich in die Richtung runtergehe, schon, wo ich dann bin, und dann, damit ich mich dann nur umdrehen muss. So wie er das jetzt macht, das ist jetzt nur das Blasenbild. Wenn er den Kopf natürlich weiter nach hinten macht, da sind 50 cm natürlich, ist eine große Reise. Und die Blasen müssten jetzt gleich weiter darüber gehen. Im Normalfall. Michel muss zum nächsten Bestandspfahl in der Reihe. Die Pfähle sind maximal 2 Meter auseinander, der Standpunkt. Und dann sucht er so ein Halbkreisverfahren. Da fängt er bei 1 Meter an, läuft mal nach links, läuft mal nach rechts. Dann gibt er so 50 cm dazu oder 1 Meter dazu. Und irgendwann trifft man das Objekt an. Wenig später meldet der Taucher über Funk, dass er die richtige Stelle erreicht hat. Jetzt muss Michel den Pfahl gleich extrem genau positionieren. Ihm bleiben dafür gerade mal 5 mm Spiel. Okay. Ich würde jetzt mal eben kurz ein Blasenbild geben und dann kommen wir wieder langsam hier rein. Gib mal ein Blasenbild, dann schwenken wir in dein Blasenbild rein. Dann kannst du an die 31 gehen und wir senken dann ab. Ganz vorsichtig lassen die Kollegen den Pfahl herunter, damit dem Taucher nichts passiert. Um den Dalben genau ins Blasenbild ablassen zu können, muss Einsatzleiter Viktor den Kranfahrer dirigieren. Die Männer haben ein 4 Meter langes Hüllrohr am Pfahloberteil angebracht. Das Hüllrohr ist innen hohl und kann so über den alten Bestandspfahl herübergestülpt werden. Zu je 2 Metern sollen am Ende Pfahloberteil und Unterteil im Hüllrohr stecken. Das Problem ist, ich ziehe ja nicht bloß. Es geht ja nicht darum, dass ich das ziehen muss, sondern ich muss das ja nach links und rechts, nach Gefühl. Ja, ja. Muss ich das ja auspendeln. Und das ist immer das Problem. Aber dafür brauchst du ja Grip. Ja. Eigentlich müssen da Griffe dran. Noch einmal probieren die Taucher, den Dalben an die richtige Stelle zu bekommen. Michel macht unter Wasser der Seegang zu schaffen. Der Pfahl schaukelt zu sehr, um ihn richtig zu positionieren. Die Männer disponieren um. Michel taucht erstmal wieder auf, damit sich die Taucher etwas Neues einfallen lassen können. Dieses Hüllrohr, was über den Originalpfählen drauf ist, das hat halt nur ein Spaltmaß von 5 mm. Und das Unterwasser bei keiner Sicht.
aufzusetzen ist halt, ich will nicht sagen unmöglich, aber es ist schwierig. Und deshalb müssen wir uns... Schlauch und Leine auf Fühlung. Schlauch und Leine auf Fühlung. Taucher steigt an Schlauch und Leine. Der Pfahl ist frei, ja? Der Pfahl ist frei. Taucher steigt an Schlauch und Leine. Michael Lorenzen empfängt seinen Kollegen, um ihm aus der fast 40 Kilo schweren Ausrüstung zu helfen. Unter Wasser ist das Gewicht der Ausrüstung neutral, über Wasser nicht. Der fast 13 Kilogramm schwere Helm kommt als erstes runter. Michael Zixei ist unzufrieden. Er bekommt den schweren Pfahl unter Wasser einfach nicht richtig zu fassen. Schwerer als gedacht. So viel Bewegung drin, ne? Ja. Du merkst den kleinsten Wellenschlag unten. Weil das ist ja, du hast so schon kaum gespielt. Die Männer haben eine Idee. Der Schweißer muss noch mal ran. 20 Grad, reicht dir das? Oder? Doch, reicht eigentlich schon. Dann kannst du ja, so nennen. Gut. So bekommt Michel immerhin eine kleine Verschnaufpause. Nötig hat er die nach dem knapp 20-minütigen Tauchgang nicht. Neben handwerklichem Geschick ist eine ausgezeichnete Fitness Voraussetzung für Bautaucher. Viktor Karl bleibt gelassen. Sollen wir das Ding hochnehmen, dann musst du nicht im Knien arbeiten. Es war klar, dass wir unser Verfahren erstmal finden müssen. Das war jetzt der erste Versuch, einmal so versuchen aufzusetzen. Natürlich probiert man erstmal mit dem geringsten Aufwand ranzugehen. Wenn das dann ad hoc nicht klappt, dann geht man iterativ in den nächsten Schritt rein und guckt, was funktioniert. Die Männer bringen Griffe an dem schweren Metallpfahl an, damit der Taucher das unhandliche Bauteil besser festhalten kann. Nach einer knappen Viertelstunde kann Michel sich wieder zum Tauchen bereit machen. Mithilfe der Griffe soll es jetzt leichter gehen, hoffen die Männer. Bekommt er den eine Tonne schweren Pfahl auf den Bestandspfahl unter Wasser aufgesetzt, folgen 30 weitere Dalben. Der zweite Versuch. Hat der Taucher dieses Mal mehr Erfolg? Das Mehrzweckschiff Neuwerk schippert weiter in der deutschen Bucht. Mehrere Tage am Stück ist die Besatzung unterwegs. Heute plant die Crew ein Mann-über-Bord-Training. Für die Übung geht kein echter Mensch über Bord, sondern ein Dummy. Mit einem sogenannten Fast-Rescue-Boot erwartet das Einsatzteam um Dirk Friede das Opfer. Ich sehe ihn. Ja. Dann versucht man so schnell wie möglich auf die Person zuzufahren und abhängig von den Seegangsbedingungen und vom Wind denjenigen im Wasser so anzufahren, dass er bestmöglich an Bord kommt. Ne? Dann besteht die Gefahr des sogenannten Bergungstodes oder dass ein Kreislaufkollaps entsteht und dann anschließend ein Bergungstod eintritt. Und das will man natürlich verhindern. Ne? Deshalb üben die Männer, die Person fachgerecht an Bord zu holen. Im Ernstfall könnte es sich auch um ein Besatzungsmitglied handeln. Neuwerk von Neuwerk 3. Ja, haben Personen an Bord. Person ist ansprechbar, unterkühlt. Wir kommen zurück zur Übergabe. Verstanden. Der erste Teil der Übung lief gut. Aber jetzt muss die Besatzung des schnellen Einsatzschiffes den Dummy noch heil an Bord der Neuwerk bekommen. So schnell wie möglich, aber trotzdem vorsichtig. Doch neben dem Dummy gibt es einen weiteren, echten Patienten. Ein Besatzungsmitglied hat sich auf dem wackeligen Schlauchboot verletzt. Dirk Friedel ist nicht nur Schiffsmechaniker, sondern zugleich Sanitäter an Bord. Eben noch gemeinsam im Übungseinsatz behandelt Dirk seinen Kollegen Matthias im bestens ausgestatteten Sanitätsraum. Der Kollege hatte gerade einen kleinen Unfall mit dem Boot. Also beim Wendemanöver hat er einen Halt verloren und ist auf die Seite gestürzt und hat sich dabei das Knie geprellt und den Ellenbogen etwas aufgeschlagen. Das müssen wir jetzt erstmal mal angucken und ein bisschen die Wundversorgung machen. Ja, das ist auf einmal war sie weg. Ich bin ein bisschen abgerutscht, wollte mich wieder neu hinsetzen, aber da war kein Boot mehr unter mir. Und dann kam ich wieder runter. Matthias Olthoff ist hart im Nehmen. Aber die Wunde ist tief. Dietmar Seidel schaut nach dem Rechten.
Na, wie sieht das aus? Der Kapitän möchte nichts dem Zufall überlassen. Gut, dass Helgoland nicht weit weg ist. Also wir fahren jetzt AK Helgoland und dann gehen Sie sofort in die Ambulanz. Mhm. Ich organisiere es. Ja, das ist schon eine ganz schöne offene, tiefe Wunde. Aber ja, das sieht so aus. Das geht bis auf den Knochen. Also irgendwie nähen, Klammern gibt so hässliche Namen. Ja, das sieht ja kein Mensch. Wir können das jetzt erstmal sehen. Erstmal tapen, aber das ist schon ganz schön offen. Ja, ich gehe mal rauf, ich organisiere das eben. Ja. Die Arbeit an Bord ist gefährlich. Unfälle kommen häufig vor. Zum Glück ist es jetzt nur so ein Notfall, aber wir haben natürlich auch, also sind für andere Notfälle auch gerüstet. Ja, ist quasi, der Raum ist so ausgestattet wie ein Rettungswagen an Land, vergleichbar. Mit sämtlichen Geräten und Medikamenten und noch etwas Zubehör. Ach, das ist nicht so schön, aber es klappt jetzt noch nicht mehr auseinander. Ja, soll ich den Arm anders legen? Nee, gut. Das hält jetzt erstmal die Wundränder etwas zusammen, dass die Blutung auch so ein bisschen gestoppt wird. Dann kommt der Kapitän zurück mit guten Nachrichten. So, Herr Ortloff. Krankenwagen kommt. 11:45 sind wir da. Und dann gehen Sie ins Krankenhaus und gucken sich das an. Und machen dann alles weiter. Und dann gucken wir mal. Okay. Durchhalten. Wir müssen mal gucken, wie das mit dem Liegeplatz klappt. Also normalerweise kommt dann auch eine Helgoland-Fähre irgendwie, da müssen wir uns arrangieren. Das sprechen wir ab. Erstmal fahren wir hin und dann sehen wir zu, dass wir ihn ins Krankenhaus kriegen und den ganzen Rest, den kriegen wir dann auch hin. Das läuft schon. Nach knapp 20 Minuten erreicht die Neuwerk Helgoland, Deutschlands einzige Hochseeinsel. Kapitän Seidel meldet das Schiff im Hafen an. Helgoland, Porti, Neuwerk. Hallo, Frau Köppner, wie lange können wir denn liegen bleiben? So, bis jetzt steht, da sieht am Ostseite nichts an. Gut, dann bleiben wir erstmal da, zumindest bis der Mann versorgt ist. Ne? Danke. Kein Problem. Auf der Nordseeinsel sind die Wege kurz. Das Krankenhaus ist nur etwa einen Kilometer vom Hafen entfernt. Und so ist der Krankenwagen bereits da, als die Neuwerk anlegt. Wie geht es für den Schiffsmechaniker weiter? Noch wartet die Neuwerk auf ihn. Zurück im Klärwerk Görlitz, das direkt an der Neiße und damit an der polnischen Grenze liegt. Tauchermeister Siegfried Richter bereitet seine Ausrüstung für den Tauchgang vor. Er hat sich auf Tauchgänge in Schwarzwasser spezialisiert. Das ist Talkum, damit der Gummi flexibel und weich bleibt. Und gleichzeitig, wenn man den Anzug einreibt, kann man sich alles noch mal angucken. Ist der Kragen fest, der darf er nicht rausreißen, da wo der Helm drauf kommt. Ist der Reißverschluss alles noch in Ordnung? Hat er irgendwo Löcher? Denn man sieht ja hier, durch die Bewegung sind überall schon Flicken drauf und man säuft zwar nicht ab, aber man kann ganz schön dreckig werden dabei. Selbst wenn während des Taucheinsatzes Löcher in den Anzug kommen, gibt es keinen Grund zur Panik. Sobald man merkt, dass irgendwo was feucht wird, dann lässt man mehr Luft in den Anzug, dann bläst man sich auf, dann geht man hoch und dann flickt man das und dann entweder geht der nächste rein oder man geht wieder hinterher. Also man kann nie so voll laufen, dass es bis Oberkante Unterlippe ist. Sowas gibt's nicht. Ne? Da es im Faulturm mit fast 40 Grad sehr warm ist und die Taucher bei ihrer körperlichen Arbeit sehr schwitzen, tragen sie unter dem Anzug wasseraufsaugende Stoffe. Jeder Industrietaucher trägt seinen individuellen Anzug. Er wird auf den Taucher passend gemacht. Also man gibt seine Maße an. Gibt dann noch ein bisschen Toleranzen mit rein, weil man ja auch in kaltem Wasser taucht, dann wird man dickere Sachen anziehen. Und der wird eigentlich für jeden Taucher angepasst. Oh. Nebenan wartet schon Kollege Dirk Bastian, um Siegfried Richter kurz zu briefen. So, was soll ich machen? So, ich habe gestern hier aufgehört, habe schon halbwegs den Grund in der Hand gehabt hier. Mhm. Links und rechts ist soweit alles frei. In den Faulbehälter ragen Lanzen, aus denen Gas eingepresst wird, damit sich die Masse umwälzt. Die Taucher können sie nur ertasten, nicht sehen.
alles, was hier oben so lose ist, das rutscht jetzt mal ganz langsam runter. Mhm. Entweder liegt jetzt hier unten wieder alles voll, dass du es aufsaugen kannst. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir den Sand wieder wegkriegen hier unten. Ja. Ne? Die Lanzen hast du nicht in der Hand gehabt, ne? Ich bin gestern noch mal kurz hochgegangen, ein Stück hoch und hatte diese Lanze in der Hand. Also ich bin links weggegangen, gegen den Uhrzeigersinn. Ja. Hatte die Lanze, aber ich bin nicht ganz nach oben gegangen. Nee, so. Gut, alles klar, weiß ich Bescheid. Das ist schon eine richtig zähe Pampe, wo man sich durcharbeiten muss. Das ist nicht so, dass man da einfach drin rumschwimmen kann oder rumlaufen kann. Man muss sich da wirklich schon durchkämpfen durch diese Massen da. Ich gehe hier an der Steigleitung hoch, kontrolliere so eine Gasseinpressung und fange an, wieder alles runter zu spülen. Und wenn unten genug Material liegt, höre ich oben auf zu spülen, gehe runter und saug das dann mit der Pumpe ab. Die Kollegen helfen beim Anlegen der Bleiweste, an der auch die Reserveflasche mit Pressluft befestigt ist. Hen? Ja. Ein Tuch, das mit dem Mund gehalten wird, ermöglicht einen angenehmeren Druckausgleich an der Scheibe des Helms. Okay, Wasser ist dran. Und ab geht es in die schwarze Tiefe. Eine Leiter wird abgelassen, die der Taucher unten angekommen an die Wand anlegt, um die Sedimente von oben nach unten wegzusaugen. On up. Am Nordostseekanal wollen die Bautaucher ein Metallpfahlteil unter Wasser über das dazu passende Gegenstück stülpen. Im ersten Versuch machte der Seegang den Tauchern einen Strich durch die Rechnung. Von oben versuchen die Männer, den Dalben halbwegs ruhig zu halten, damit Taucher Michel das Bauteil unter Wasser kontrollieren kann. Er schwingt mir von dem Dalben über die Hälfte, hat er Bewegung in sich selber oben, weißt du? Ja, ich merke das schon, hier oben wackelt er ganz schön. Ja, ich krieg den nicht austariert. Also ich würde gerne, aber ich kann meine Finger da nicht. Nee, das sollst du auch nicht. Also so funktioniert's nicht, sagst du? Niemals. Erneut brechen die Männer den Vorgang ab. Immer noch bekommt der Taucher den Dalben nicht unter Kontrolle. Um keine unnötige Energie zu verschwenden, kommt Michel schon nach wenigen Minuten wieder aus dem Wasser. Es weiter zu probieren würde keinen Sinn ergeben. Zu unruhig ist das Bauteil. Auch dieser zweite Misserfolg bringt die Experten aber nicht aus der Ruhe. Du hast halt den Dalben und das Stück, was drauf soll. So, und wenn du keinen Anschlag an dem oberen Stück hast, dann gehst du immer wieder über den Mittelpunkt drüber hinaus. Du schaffst das gar nicht, die wirklich in einer Flucht übereinander zu halten. Auf der einen Seite 30 cm nach oben und dann so schräg nach unten, wenn das irgendwie geht. Wieder muss der Schweiß heran. Dieses Mal soll er einen diagonalen Brennschnitt machen. Zwei gerade Kanten bei nur 5 mm Spalt übereinander zu bringen, ist schwierig. Deshalb werden wir jetzt einen Schrägschnitt machen, sodass wir einen Teil des Rohres, nämlich den von hier aus hinteren Teil, schon drüber legen können. Und dann den Rest gut einführen können, ne, dass das drüber passt. Langsam neigt sich der Arbeitstag dem Ende entgegen. Aber die Männer sind zuversichtlich, das Problem in den Griff zu bekommen. Sie alle haben eine handwerkliche Ausbildung. Die ist Voraussetzung für den Fortbildungslehrgang zum geprüften Taucher. Dann ist der Dalben präpariert. Michel Siksay weiß, was er mit solchen Zwangspausen anfängt. Ja, du isst was, keine Ahnung, gehst auf Toilette halt, ne? Wärmst dich mal ein bisschen auf. Aber wie gesagt, das waren jetzt nur keine langen Zeiten, ne? Das ist ja momentan, ist ja wirklich probieren, gucken, was geht, Änderungen schaffen, Lösungen finden. Aber ich sag mal, wenn du dann da anderthalb Stunden im Wasser bist, dann ist es schon wirklich, dann nutzt es wirklich irgendwie, um dich zu regenerieren, ja. Normalerweise wechseln sich die Männer beim Tauchen ab. Weil die beiden ersten Tauchgänge so kurz waren, braucht Michel aber noch keine Ablösung. Außerdem hat ihn der Ehrgeiz gepackt, endlich eine Lösung für das Dalbenproblem zu finden.
ist es soweit. Michel taucht ein weiteres Mal ab. Im Wasser ist er alleine, aber die Kollegen unterstützen ihn vom Ponton aus. Damit Michel den Dalben richtig auf dem Unterteil absetzen kann, müssen die Männer ihn über Wasser richtig herumdrehen. Der ist drauf. Kriegst du ihn gedreht? Ja. Das ist doch super. Also ausgerichtet ist er jetzt, wir könnten ihn ablassen. Gut, dann bitte langsam hier ran. Ja, geht runter. Jetzt geht's. Die Taucher lassen den Pfahl ab, damit Michel versuchen kann, ihn aufzusetzen. Passt. Alles klar, Michel, das hast du sehr gut gemacht. Das höre ich selten. Pfahl ist auf Position. Der erste steht, jetzt müssen wir alle anderen Fehler auch so vorbereiten, dass wir dann alle eben so aufsetzen können. Ne? Wie gesagt, Versuch 1 und 2 waren erfolglos, Versuch 3 hat es dann gebracht. Ja, sehr schön. Ja. Die Männer sind erleichtert. Endlich haben sie es geschafft, das Hüllrohr über den Bestandspfahl zu schieben. Jetzt werden Ober- und Unterteil nur noch mit einem Bolzen fest verbunden. Der Pfahl sitzt. Die Kranketten können ab. Der Dalben ist wieder komplett. Für heute haben die Männer genug getan. Michel kommt wieder aus dem Wasser. Nach 4 Versuchen ist man schon froh, dass es dann mit der Idee klappt, ne? Und dass es dann so drin ist. 30 Pfähle liegen noch vor ihnen. Doch ab jetzt geht es schneller, denn die Taucher wissen, wie sie vorgehen wollen. Für heute sind sie fertig. Circa 1,5 Wochen brauchen die Bautaucher noch, dann ist das Schiffsleitwerk wieder komplett. Knapp 90 Kilometer nordwestlich liegt die Neuwerk im Hafen von Helgoland. Die Besatzung des Mehrzweckschiffs ist jederzeit bereit abzulegen, wartet aber auf Schiffsmechaniker Matthias, der ins Krankenhaus musste. Der Seemann meldet sich zurück. Herr Schauerloch. Moin, Herr Reine, da bin ich wieder. Und? Alles in Ordnung. Also gesünder als vorher? Weiß ich nicht. Nee, was ist gewesen? Ja, man hat mich geröntgt. Okay. Und ist nichts festgestellt worden. Gut. Ist auch ein paar Altlasten. Genäht, geklammert? Nein, der Sani hat sehr gute Arbeit geleistet hier. Okay, schön. Ja. Und Schmerzen? Keine. Gut. Das Einzige, das Knie soll ein bisschen gekühlt werden, aber. Ja, das wird wahrscheinlich dann heute Abend kommen, ne? Richtig. Besorgen sich vom Sani eine Kühlpackung. Ja. Und dann ein bisschen Schongang, ne? Oh. Kriegen wir hin, ne? Ja. Gut, prima. Alles schön. Glück gehabt. Ja. Damit kann sich die Neuwerk langsam wieder auf den Heimweg nach Cuxhaven machen. Doch bevor morgen der Heimathafen erreicht wird, steht heute noch eine besondere Übung auf dem Plan. Boah, dann gehen wir mal ganz piano raus. Die drei Hauptmotoren bringen das Schiff auf eine Höchstgeschwindigkeit von 28 Kilometern pro Stunde. Kapitän Seidel vergisst nie, dass nicht nur das Schiff, sondern auch die 16 Mann starke Besatzung in seiner Obhut ist. Also man will das ja richtig machen, man will es ja auch gut machen. Aber das ist was, das geht dann jedem letztlich so. Und da kann und da muss man letztlich auch mit leben. Ne? Also wenn man dann hier steht und das Schiff fährt, dann nimmt einem die Verantwortung hier auch niemand ab. Die hat man und ist auch richtig so. Um 20 Uhr beginnt die heutige Übung. Gemeinsam mit Marinefliegern vom Fliegerhorst Nordholz wird das Winschen trainiert. Deckbrücke. Der Heli ist im Anflug, geht gleich los. Anflug, wir gehen auf Station. Alle mit, wir gehen auf Station. Dieses Winschen muss regelmäßig geübt werden. Die Verfahren sowohl für die Piloten als auch für uns. Wir arbeiten da gerne und oft miteinander zusammen, helfen uns gegenseitig, weil wir auch im Einsatzfall natürlich miteinander zu tun haben. Heli kommt. Das Ziel für Heli und Schiffsbesatzung? Personen heil vom Hubschrauber auf das Schiffsdeck herunterlassen. Das läuft so ab, die Marineflieger kündigen sich an, wenn sie sich annähern. Man vereinbart ein Kommunikationsmuster, also Kommunikationskanäle. Und die Helis geben dann, das ist also in diesen Verfahren üblich, dem Schiff Kurs und Geschwindigkeit vor. Auch diese Übung kann in einen echten Einsatz umschlagen. Denn das Winschen ist nicht ungefährlich. Wir sind jetzt hier standby, falls mit dem Helikopter vorhergesehen, was passiert, dass er irgendwie ins Wasser stürzt oder
irgendein Unfall passiert, dass eine Person aus dem Bord fällt oder so, oder der Schlauch abschürzt, dass wir schnell zur Stelle sind und die Leute aus dem Wasser holen. Dabei scheint alles zu funktionieren. Der Navigator der Helikoptercrew landet sicher auf dem 140 Quadratmeter großen Arbeitsdeck. Damit ist es noch nicht getan. Die Marineflieger simulieren einen Rettungseinsatz mit Krankentrage. Man darf das nicht zur Seite wegziehen, sondern der Draht, der Hiefdraht zu dem Stretcher, der muss immer senkrecht stehen und die Führungsleine wird dann eben mitgeführt. Die Zusammenarbeit muss funktionieren, die Verfahren müssen trainiert werden für jede der beteiligten Parteien und dann also für die Parteien miteinander. Und das haben wir hier gemacht und es hat gut funktioniert. Nach einer halben Stunde ist die Übung vorbei. Die Besatzung der Neuwerk ist für den Ernstfall bereit. Für heute gehen die Seeleute in den verdienten Feierabend. Am nächsten Morgen hat Kapitän Dietmar Seidel seine Crew wieder heil nach Hause gebracht. Etwa 20 Wochen verbringt die Besatzung auf See, fern von der Familie. Für den erfahrenen Seemann aber ein Opfer, das er gerne bringt. Ich finde, das ist der schönste Job, den es in dieser Verwaltung für Nautiker gibt. Und ich mache ihn sehr, sehr gerne. Und ich bin auch von der Sinnhaftigkeit zutiefst überzeugt, dass das, was wir hier tun, eben die maritime Notfallvorsorge und eben die ganzen schifffahrtspolizeilichen Tätigkeiten und Tonnenarbeiten, das hat einen Sinn. Dafür, dass Deutschland über die Seewege eben erreichbar ist und bleibt. Dazu tragen wir ja bei. Kapitän Dietmar Seidel und seine Crew haben sich ein paar Tage Landgang verdient. Aber bald sind sie wieder auf dem Wasser. Zurück in Görlitz. Der Tauchbetrieb von Siegfried Richter säubert Faultürme auf der ganzen Welt. Passiert ist noch nie etwas. Jens Herzog, Abteilungsleiter der Klärwerke, macht sich ein Bild vom Fortschritt der Arbeit. Einige Etagen tiefer wird der Faulschlamm mit 400 Bar Druck durch 70 mit Filtertüchern bespannte Platten gepresst. Der Schlamm, den die Taucher aus dem V-Turm rausbringen, wandert von der Sache her über den Eindicker, über Pumpen in diese Kammerfilterpresse und wird jetzt über Druckpumpen so weit komprimiert, dass im Endeffekt ein Filterkuchen entsteht. Dieser Filterkuchen, wie man sieht, wird gerade abgeworfen. Der wandert jetzt wieder über ein Bandsystem in einen Container, wo der Schlamm dann über ein Transportunternehmen in das Kraftwerk Boxberg transportiert wird und dort der Mitverbrennung überbracht wird. Und so sieht der Klärschlamm nach der Entwässerung aus. Als Dünger ist er ungeeignet. Doch völlig nutzlos ist er nicht. Dieser Klärschlamm wird jetzt, wie man sieht, in den Container transportiert, auch wieder über ein Bandsystem. Und im Endeffekt wird der Container gefüllt mit zwei Kammerfilterpressen, die wir hier drauf abwerfen. Und dann wird er aufgenommen. Man sieht dann hier schon das Fahrzeug stehen und in die Verbrennungsanlage Kraftwerk Boxberg gefahren. Eine halbe Stunde steckt Siegfried Richter nun schon im Schwarzwasser. Sigi ist jetzt um 11.48 Uhr reingegangen, macht 90 Minuten Arbeiten unten auf Grund und kommt um 13.18 Uhr, wird sein Tauchgang abgebrochen, also hört er auf zu arbeiten. Die Kollegen achten darauf, dass die Tauchzeiten penibel eingehalten werden. Denn das Unternehmen will auch in Zukunft unfallfrei bleiben. Ja, und alles gut bei dir? Bei mir war das gut, ja. Okay. Ja. Angst darf man in diesem Job nicht haben. Das ist wahrscheinlich wohl die erste Zeit, wenn man anfängt oder so in dieser Firma oder überhaupt in den Job. Es ist immer, ja, respektvoll. Man muss Flüssigkeiten immer mit Respekt. Also muss man ja richtig Respekt davor haben. Und wenn man das hat, dann ist es auch in Ordnung. Aber man sollte das eigentlich immer respektieren, das Wasser. Ja? Also schon, das ist ein angenehmes Gefühl ab und zu mal, weil man nicht weiß, was da unten erwartet. Aber dann durch die Erfahrung ist es alles routiniert. Er kriegt gleich seine 5 Minuten. 18 haben wir gesagt. 1, 2. 5 Minuten. Ja.
Die Taucher dürfen nicht direkt zurück an die Oberfläche kommen. Zwei Dekompressionspausen müssen beim Auftauchen eingelegt werden. Okay, Pumpe geht aus. Und langsam fertig machen. Geht los. Noch weiter. Okay. Bis auf Höhe. Ich angel mal. Jo, hat angebissen. Okay, kommt raus. Schon beim Herausheben aus dem Faulbehälter wird der Taucher abgespritzt. Gut, runter. Bevor der Helm abgenommen wird, muss der Trockenanzug gründlich gereinigt werden. Erst dann darf der Taucher wieder von seinem schweren Helm befreit werden. 66 Kilo wiegt die ganze Ausrüstung inklusive Kopfteil. Oh, sehr guter Tauchgang. Technik hat funktioniert, Pumpe hat funktioniert, der Mann hat funktioniert, alles gut. Nee, war wirklich eine tolle Sache. Siegfried Richter ist so routiniert wie kaum ein anderer Schwarzwassertaucher. Einen Tauchgang wie hier steckt er locker weg. Wenn man nach so vielen Jahren dann erschöpft ist, nach so einem Tauchgang, dann ist man hier fehl am Platz. Zufrieden und ein kleines bisschen erschöpft, ja. Aber nur so viel. Geregelte Wochenenden kennen die Taucher nicht. Wenn nötig, wird 7 Tage die Woche gearbeitet. Mit ihrem Knochenjob sichern die Industrietaucher die nachhaltige Entsorgung von Abwässern.